Alle umsteigen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains im World 4, der Danny spielt das. Willkommen in Bingen, Hauptbahnhof. Setzen Sie diese Zugfahrt nach Mainz fort, bevor Sie den Führerstand wechseln und nach Westen fahren. Ja, das ist heute unsere Aufgabe. Aus dem Szenario-Pack hier auf der linken Rheinstrecke. Und unser Zug fährt ist heute die BR 110 zusammen mit diesen windgrünen N-Bahnen. Wie gesagt, auf der linken Rheinstrecke und dieses Szenario hat es in sich, das kann ich euch schon mal versprechen. Allein von der Szenario-Beschreibung her hat das schon seinen Reiz, so dass ich da echt Bock drauf habe. Und würde sagen, bevor wir alleine rumstehen und Zeit verlieren, steigen wir ein in unsere BR 110. Der ist schon lange nicht mehr gefahren. So, machen wir mal die Tür zu, setzen uns hier auf unseren Sitz. Fahren die 110 Kilometer mit der DBBR 110. Also das haben wir dann auch erreicht, die Errungenschaft. Dann machen wir das mal noch vorwärts. Wir entriegeln die Türen, können derweil die Zugsicherungssysteme einstellen. Die AFB hat er logischerweise nicht. Den Bremsschlüssel müssen wir an. Auf jeden Fall ist schon auf ein. Sehr gut. Müssen noch ein wenig die Lichter. Das haben wir reduziert. Das ein. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann haben wir eigentlich alles, was wir haben müssen. ECB, ECB ein. Warten Sie bis 9:02 Uhr. Das tun wir. Das ist auch gleich schon geschafft. Leiterleuchte, Instrumentenleuchte, alles ein. Wir verriegeln die Türen. Schließen. Lösen die Bremse. Und dann würde ich sagen, schalten wir langsam auf. Der Kurs ist ja 103 entgegen zusammen mit dem IC. Und wir schalten auf. Also geht schon, wollte gerade sagen. So, natürlich müssen wir jetzt auch so langsam mal den Fahrmotorlüfter auf einstellen und uns befreien. Und können wir losfahren. Wunderschön. Wunderschön. So, ich glaube, wir können ein bisschen aufschalten. 90 dürfen wir immerhin, haben uns ja befreit. Tun wir das auch. Natürlich. Gleich schon da, das heißt, wir können eigentlich auch schon wieder abschalten. Das ist jetzt nicht besonders weit gewesen. Das sollten wir einigermaßen pünktlich schaffen. Einigermaßen. So, da sollen wir erstmal anhalten. Was? Türen entgegen?
Und schaut euch doch mal dieses wunderschöne Panorama hier an. Dieses wunderschöne zerplatten Foto wird. Ich weiß nur nicht, warum wir den vorderen Stromabnehmer gehoben haben. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Nun ja, lassen wir das. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür, ob das so muss, ob das richtig ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt die Türen verriegeln. Bremsen lösen. Langsam aufschalten. Nächste Station Biggen. Goldsheim. Wunderschön. Wunderschön. So, mal ein bisschen Leistung hier. So, mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen hier. Bremsen sind gut von dem Zug, das auf jeden Fall. So viel steht fest. So, das haben wir auch erreicht. Menge zu tun. Ups, das war zu much. Das ist ein glatte Hauptschalt rausgescheppert. Also drei Stufen auf einmal sind dann noch ein bisschen too much für dieses Lok.
War jetzt den Fahrmotorlüfter da hingehauen oder was geht jetzt hier ab? Das werden wir nicht pünktlich schaffen. Kann man aber nichts machen. Hey, wir sind ein bisschen schnell unterwegs hier. So, Gau Algesheim. So, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Motorlüfter passiert ist. Ich hoffe, den hat es nicht dahin gehauen. Ah, da ist er wieder. Nächste Station, Ingelheim. Auch den werden wir nicht pünktlich erreichen. Das schleicht sich jetzt durch wie ein roter Faden.
So, da sind wir auch schon in Ingelheim. Heidesheim, Ungerboren, Budenheim, Mainz, Mombach und Mainz Hauptbahnhof. 1, 2, 3, 4, 5 Stationen noch. So, da wären wir. Leider ein wenig spät, aber es ist halt so. Lösen die Bremse. Nächste Station Heidesheim. Jetzt bleibt mal 100 km/h schneller als 60. Und diese Lok werden gar nicht erreichen. Darf normalerweise, aber es durchaus kann, wie ihr in einem meiner Videos sehen könnt. Mehr geht nicht.
Heidesheim. Wären wir? Nächste Station Ullaborn. Also wir sind ordentlich in Verspätung, aber es ist halt so. Kann ich jetzt nichts dran ändern? So, Ullaborn. Es stehen ordentlich viele Güterwagen rum, fällt mir gerade mal so auf. Auch vorhin schon. Und viel KI-Verkehr, also sehr viel ICs, alte ICs, als wäre sie sehr viel BR-103. So, Ullaborn. Das ist noch ein Abstellgleis anscheinend. Wie gesagt, dieses Spiel ist ja in den frühen 1990ern angesiedelt, beziehungsweise diese Strecke. Nächste Station, Hugenheim.
Danach dann Mainz-Mombach und Mainz-Hauptbahnhof. Dann werden wir den Zug wechseln müssen, beziehungsweise die Lok, oder wie auch immer. So, Budenheim. Scheint in Betrieb oder sowas zu sein. Nächste Station Mainz-Wombach. Ich wollte dieses Szenario immer mal spielen, aber erstens geht das ziemlich lange, finde ich. Und ja, oh, was ist denn jetzt kaputt? Habt ihr das gesehen? Kurios. So, Mainz-Wombach.
Nächste Station Mainz Hauptbahnhof. Vorne hoch, beide hoch, hinten hoch. Jetzt passt es auch. So, hätte ich vielleicht vorher mal drauf kommen müssen. Aber egal jetzt. Ach, schau mal, da kommt der Gegenzug wahrscheinlich. Steuerwagen voraus. Nächste Station Mainz Hauptbahnhof. Leicht verspätet. Hier sieht das doch schon viel besser aus. Ich bin aber gespannt, was wir jetzt gleich in Mainz machen müssen. Material steht hier rum. Wir mal langsam in den Hauptbahnhof rein. Spät sind wir sowieso. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Da, macht er denn? Warum geht die Bremse so weit? Komm, egal. Auch keine Lust mehr. Wechseln Sie den Führerstand und machen Sie sich bereit für die Rückfahrt. Ach Gott.
hier noch irgendwas machen? Noch aus. Richtung Schalter auf aus. Abziehen. Den Bremsschlüssel ausstellen. Fahrerseite auf ein. Stellen Sie das obere Signallicht. Muss dann mal wechseln. Okay, dann machen wir das. Steigen wir hier aus. In den Steuerwagen. Jetzt ein Signal. Fünf Riege. Die Bremse scheint festzusitzen. Versuchen Sie, sie erneut zu lösen. Dann machen wir das. Vollbremsung. Wir müssen diesen Zug aus Betrieb nehmen. Lassen Sie alle Passagiere aussteigen und begeben Sie sich zu Gleis 11, wo dieser Zugdienst mit einem anderen Zugverband weitergeführt wird. Oh, unser Zug ist defekt. Na, das habe ich auch noch nicht erlebt. Türen entriegeln. So, gucken, was jetzt passiert. Das hatte ich tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Gleis 11, wo ist denn Gleis 11? Wir werden jetzt mal schauen. So, wie sollen die Türen der Regel? Dann machen wir das. Stellen Sie das Führerbremsventil auf aus. Den entfernen wir wieder bzw. auf aus. Den entfernen wir, haben wir auf aus. Und den entfernen. Gehen Sie zum Bahnsteig. Tja, dann ist das hier mit diesem Zug hat sich dann erledigt. Deswegen wurde er so schlecht. So. Steigen wir hier mal aus. Das Ganze wieder zu. So, da hinten sollen wir hin. Ach Gott, Hanna, wir dürfen ja nicht über die Gleise laufen, also müssen wir wohl oder übel hier unterirdisch langlaufen. Zug Bahnsteig 11. 1A, 2A, 3, ja, will aber zu 11. Ja, was haben wir hier? Natürlich nichts dran. Auf jeden Fall hier. Was haben wir hier? 5B. Da geht es nicht rum, also gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hier rum. Das scheint richtig zu sein. Ach, müssen wir jetzt IC fahren? Ja, wunderbar.
Dann fahren wir heute jetzt IC weiter. Das hatte ich so auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Geiles Szenario. Diese Lok hier werden wir nehmen. So, Richtungsschalter auf ein und den noch vorwärts stellen. Bremsschlüssel? Nee. Ein, die Bremse fahrend, Türen entriegeln. Wir können ja derweil schon mal die Sicherungssysteme einstellen. Bitte AFB bitte nicht haben. So, Türen verriegeln. Dann machen wir das. So, erhöhen Sie die Leistung, um fortzufahren. Aber das machen wir denn in einem der nächsten Videos. Wir haben nämlich jetzt noch vor. Genau. Mainz-Mombach. Ja, wir haben wieder alle Halte, die wir vorhin bedient haben, haben wir jetzt auch wieder zu bedienen. Bis nach Bingen. Wie gesagt, das machen wir dann in einem der nächsten Videos. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid, wenn wir unsere Fahrt mit dem IC und der Baureihe 103 fortsetzen in Richtung Bingen. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Ihr wart. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Devin Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.